Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Gran Turismo 7. Und heute geht's rein in das neue Update 1.3.1. Wir sind unterwegs mit der Class 1 der DTM. Ich glaube, das ist das letzte Jahr für die klassischen DTM-Autos gewesen. Oder war das Jahr darauf das letzte? Ich weiß es gerade nicht, aber mittlerweile haben wir ja GT3-Autos in der DTM. Das waren noch die DTM-spezifischen DTM-Autos. In dem Fall haben wir den von René Rast. Schöne Grüße, werter Kollege. Auch wenn ich nicht weiß, ob er das sehen wird. Er hat ja den Hauptkanal zumindest abonniert. Ich weiß nicht, ob er auch auf dem Uncut-Kanal unterwegs ist. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, sein Arbeitsgerät hier mal auszutesten. Und wir haben noch vier weitere Autos, die gucken wir uns in den nächsten Folgen an. Zweimal Porsche, ein Toyota-Bus, so ein bisschen wie ein Mercedes Vito oder ein VW T6. Und darüber hinaus gibt es noch den Mazda 3. Das sind die fünf neuen Autos, sowie zwei neue Streckenvariationen, die neu hinzugekommen sind. Und zwar haben wir hier die Nordschleife in der... Das müsste die VLN-Variante dann sein, sowie dann auch die Sprint-Variante. Diese Variante hier hat auch die Kurzanbindung, das heißt die Dunlop-Kehre haben wir hier nicht mit dabei. Die heißt mittlerweile irgendwie anders, aber ist auch egal, für mich bleibt so die Dunlop-Kehre. Ich überlege gerade, haben wir das Schumacher S mit dabei? Ich weiß es nicht, wir werden es gerade sehen. Ich muss ganz ehrlich gestehen, wir haben gerade 11.17 Uhr, das ist für mich noch sehr früh und ich bin viel, viel früher aufgestanden. Und das ist für einen Streamer, glaube ich, grundsätzlich immer ein sehr negatives Zeichen. Dann ist man erstmal ein bisschen Matsch im Kopf. Alter, wir haben ja Abtrieb wie Hölle. Ja, und wir sollten auf jeden Fall auch DRS bedenken, denn DRS ist tatsächlich so das Ding, was die DTM-Autos auch damals hatten. Das war ein bisschen zu viel. Immer noch. Ja, Punktlandung. Okay, dann machen wir es so. Und das ist ein Tourenwagen 800 Rennen. Wir werden gegen GT3-Autos fahren, habe ich mir sagen lassen. So, und wir gucken mal, wie es läuft. Also, wenn ich mal kurz schräg rüber gucke, ich warte auf eine wichtige E-Mail. Gehen wir rein. Also, AMG GT3 haben wir unter anderem. Ich gucke nochmal ganz kurz. Optionen. Haben wir DRS belegt? Logitech G Pro Racing Wheel. Lachgas überholen, R2. Perfekt. Super. So, dann gehen wir doch mal rein. Drei Runden. Ja, die DTM-Autos leider sehr unterrepräsentiert in den verschiedenen Spielen. Boah, was ist mit der Framerate los? Ist irgendwie komisch. Leider ein bisschen unterrepräsentiert, die DTM-Autos. Sie sind eigentlich echt geil. Hui. DRS mal öffnen. Kurzanbindung nutzen. Ja, stimmt, ist ohne Schumacher S. Ja. Ja, wusste ich doch, dass da was war. Ich dachte erst so, ja, ist nicht dabei. Und dann so, nee, bist du doof? Ist doch dabei. Und dann so, nö, ist nicht dabei. Die Schikane vor der Dunlop-Kehre spart man sich dann logischerweise auch, wie man gerade gesehen hat. Boah, also, irgendwas ist mit der Bildrate auf der Strecke. Die ist noch nicht optimal. Ansonsten, man kann mal gucken. Ja, das Auto beschleunigt auch ohne DRS noch gut weiter. Ja, die haben Power. Das sind krasse Autos. Ich muss ehrlich gestehen, für mich ist, als Formel-1-Kind, ja, zum Beispiel der Unterschied zwischen GT und Tourenwagen, also GT ist ja Gran Turismo eigentlich, ja, und Tourenwagen. Ich muss sagen, wenn ich mir auch so die Definitionen der Fahrzeuge durchlese, das klingt immer recht ähnlich. Insofern theoretisch könnte man eigentlich auch sagen, ja, ist doch egal, dass die alten DTM-Autos weg sind, jetzt hast du halt die GT3-Autos, ist doch alles gut, ist doch alles Paletti. Im Prinzip geht es doch grob in die ähnliche Richtung, aber tut es halt tatsächlich nicht, weil die DTM-Autos sind tatsächlich nochmal eine Marke für sich gewesen. Also insbesondere diese Class 1-Autos. Bisschen musikalisch wird es heute auch. Insbesondere die Class 1-Autos, die sind halt einfach, oh, haben wir Spritverbrauch?
Tatsache. Insbesondere die Class 1 Autos, die sind natürlich was ganz Besonderes, ja, die sind schon richtig, richtig nice. Okay, ich habe da anscheinend die perfekte Mitte des Drehrads hier gefunden. Quasi das Rad neu erfunden. Ja, aber ansonsten geht das Ding echt gut. Ich glaube, um auf P1 zu kommen, da könnten sogar 2 Runden reichen. Hä? Warum sind die GT3 Autos da ganz vorne nochmal schneller als ich auf der Geraden? Na gut, es könnte daran liegen, dass sie auch auf 800 Leistungspunkte getrimmt sind. Oder auf bis zu 800. In den Kurven holen wir halt auf. Ja, in Race Room, wo die Autos auch vertreten sind, da finde ich die Sauger echt geil. Also die haben auch verschiedene Generationen an DTM-Autos. Hallo, nicht einschlafen, Lopez. Die Turbo-Autos fühlen sich allerdings sehr komisch an. Die haben ein richtiges Turboloch. Ja, hier muss man vielleicht beim ersten ein bisschen aufpassen. Man hat gerade gehört, dass die Drehzahl hochgeschossen ist, aber da bin ich auch einfach stumpf draufgelatscht. Wait, haben wir hier Nebel? Geil. Habt ihr gesehen, wie der eingesetzt hat? Fast so wie so ein Dark Souls Endboss hier. Halber Dark Souls Endboss, ja, tatsächlich mal. Nee, aber tatsächlich finde ich die Autos in Race Room, seit sie in der Turbo-Generation sind, nicht mehr so gut zu fahren. Aber hier fährt sich die Karre gerade echt gut. Ja, und man merkt auch, selbst mit an... Oh mein Gott, es regnet! Selbst an einigen Stellen mit offenem DRS geht es echt gut voran und jetzt auch anscheinend im Regen. Alter, daran habe ich ja noch gar nicht gedacht. Oh Mann. Okay, kurze Regenfront, Alter. Ja, ich will halt ein bisschen jetzt aufpassen, ne? Also 220 oder so, 250 kann man mal überall draufkloppen, aber Hutkurve zum Beispiel, wo ich dann nicht so unendlich schnell nehme. Ich dachte schon die ganze Zeit, ich höre Regen, ich sehe teilweise Effekte, aber was ist hier los? Und da haben wir erfahren, was los ist. Ich hoffe nur, dass das Auto für die Gruppe 2 Autos auch angemessen stark gebobbt wird. Also der soll nicht overpowered sein, weil den nutzt dann vermutlich jetzt eh dann jeder und den würde dann auch jeder benutzen dann. Dann erst recht, wenn der stark ist. Okay, der Wind läuft doch nach Norden oder nach oben, weil die Wetterkarte dreht sich ja dann nicht mit. Heißt, glaube ich, dann trotzdem Norden, weil... Ja, doch, alles gut. Weil die Strecke ist ja auch so eingezeichnet. Alles gut, alles gut, alles gut. Aber der Regen war nicht stark. Alles entspannt gerade. Alles gut. Find's immer noch schade, dass nicht bei jedem Auto automatisch auch die Intermediate-Reifen und die Wet-Reifen mit dabei sind, weil... Das gehört dann im Prinzip zur Standardausstattung für jedes, zumindest Rennauto. Es ist zumindest einfach nur ein bisschen ernüchternd, wenn du vielleicht auf dein Lieblingsauto hinsparst, jetzt dir denkst, boah, geil, da fahre ich jetzt mal ein Rennen. Und dann scheitert es vielleicht daran, dass du nicht die richtige Reifenwahl hast. Ich meine, klar, da kannst du auch ein anderes Rennen fahren, dir die Kohle grinden und dann wieder das Rennen fahren, aber das ist halt so ein Schritt, der meiner Meinung nach nicht unbedingt notwendig sein müsste, den man sich sparen könnte. Okay, wir sind hier sogar auf der Geraden nochmal schneller. Der Mercedes hat nur das Licht angemacht. Ich dachte schon, der bremst jetzt.
Hoho. Alter, geil. Über 300. Das Auto auf P1 hat jetzt schon nur noch 39% Sprit. Alter. Oh, ich habe die Handbremse betätigt. Dave zum ersten Mal in dem DTM-Auto. Oh, ich habe die Handbremse betätigt. Ups. Ah, es gibt aber auch Leute, die tatsächlich durchfahren. Das ist interessant. Ja, also eine Runde und wir sind auf P1. Ist aber vielleicht auch mal schön, um so ein bisschen über das Update zu sprechen. Ein gutes bisschen über die DTM habe ich ja gesprochen. Kann ich auch vielleicht gleich nochmal machen, aber ich finde es schön, dass man jetzt auch die zwei neuen Varianten hat auf der Nordschleife. Auf jeden Fall sehr cool. Framerate schien am Anfang so ein bisschen komisch, aber weiß ich halt nicht, woran das jetzt konkret liegt. Wir müssten mal schauen. Und ja, im Endeffekt sind es aber einfach zwei coole Streckenvarianten. Also auch Nürburgring GP Sprint ist natürlich sehr nice, dass die Streckenvariante da mit dabei ist. Weil im Endeffekt bringt auch das wieder mehr Abwechslung in die Geschichte rein. Das hat man insbesondere dann, wenn man mal Need for Speed Unbound gespielt hat. Ich weiß, ganz anderes Spiel, aber da hat man es, finde ich, sehr gut gemerkt, dass Abwechslung halt einfach auch super wichtig ist bei der Streckenauswahl. Und seien das auch nur kleine Details. Wenn du dann beispielsweise mal... Ey, hier steigt überall Rauch auf. Kann es sein, dass die Leute einfach grillen? Ja, Grillsaison fängt langsam an, ne? Nee, aber es ist mir tatsächlich auch aufgefallen dann in Need for Speed Unbound, wenn du immer dieselbe Strecke fährst, wirklich immer, weil da ist wirklich die Streckenarmut enorm, dann ist es langweilig. Ich meine, dass du in Need for Speed Spielen immer wieder dieselben Passagen auch hast, auch wenn es unterschiedliche Strecken sind, das ist ja klar, weil du fährst durch eine Stadt, ja, eine Stadt, du kannst jetzt nicht unbedingt ein Rennspiel machen. Oder es wäre zumindest nicht smart, ein Rennspiel zu machen, wo du jede Straße nur einmal benutzt für eine Rennstrecke. Aber im Endeffekt hat man da halt eben immer wieder mal Doppelung. Aber dadurch, dass du halt eben verschiedene Streckenvariationen hast, finde ich das okay. Und grundsätzlich muss ich sagen, es ist halt immer schön, einfach mal eine kleine Abweichung zu haben, eine kleine Abwechslung zu haben. Und das würde ich mir auch zum Beispiel fürs Formel-1-Spiel enorm wünschen, weil ich das schon sehr ansprechend fände, wenn du zum Beispiel in Catalunya mal die Variante hast, die jetzt bis letztes Jahr gefahren wurde. Also gut, mit neuer Haarnadel, aber um die geht's eigentlich nicht. Also von mir aus auch neue und alte Haarnadel, aber vor allem auch mit Schikane im letzten Sektor, aber dann halt auch ohne Schikane im letzten Sektor, wie sie ab diesem Jahr wieder gefahren wird. Weil im Endeffekt hast du dann einfach zwei verschiedene Kurse. Ich meine, klar, der Rest bleibt gleich, aber du musst dich trotzdem ein bisschen auf was Neues einstellen. Und es bringt ein bisschen trotzdem noch Würze in die ganze Geschichte rein. Und das finde ich dann grundsätzlich immer sehr cool. Und genau deswegen finde ich das Update auch nice. Autoauswahl finde ich eigentlich auch ziemlich geil. Also es ist ein Auto, wo ich sagen würde, ja, das wird fürs Online-Racing echt zuträglich sein. Das ist halt genau dieses Fahrzeug. Und ansonsten waren wir ja beim Thema Fahrzeugkultur immer wieder auch mal. Und das Gran Turismo versucht, die einem so ein bisschen näher zu bringen. Und tatsächlich ist es ja dann schon so, dass du ja mit so einem Porsche 959 oder auch mit einem Porsche 904 oder auch mit dem neuen Toyota-Bus. Nee, aber bei den Porsche-Modellen, da hast du ja schon noch ein bisschen Historie dabei. Ich meine, hier auch. Wenn ich mich nicht täuschen müsste, Rast auch in diesem Jahr dann Meister geworden sein.
Habe ich da ein bisschen kurz vertippt. Wäre eigentlich smart, DRS auf Kreis zu legen dann, ne? Insofern, du hast schon auch Motorsport-Historie hier mit dabei. Du hast Automobilhistorie mit dabei. Und was ich auch begrüße, und das wird hoffentlich in Zukunft dann genauso auch weitergehen, ist, neuere Fahrzeugmodelle sollen auch bitte ins Spiel rein. Und den Mazda, zu dem hatte ich erst keine Meinung. Ja, der Mazda 3. Aber ich muss sagen, nachdem ich mir den so ein, zwei Mal angeschaut habe, ich finde den schön, ich finde den cool. Und den Toyota Bus, den bräuchte ich jetzt nicht unbedingt zum Fahren, aber auch das, neues Automobil, finde ich halt allgemein cool. Das Ding ist halt bei so Automobilherstellern aus Japan oder teilweise auch aus USA, da bekommst du vielleicht nicht die gesamte Fahrzeugkultur mit. Wer weiß, was für einen Stellenwert dieser Bus dort hat. Aber so oder so muss man auch sagen, es ist halt zumindest mal ein einzigartiges Fahrzeug. Es ist halt nicht der hundertste, die hundertste Coupé-Version von irgendeinem Auto. Es ist auch jetzt nicht unbedingt die nächste Sedan-Version oder der nächste Kombi. Es ist halt legit ein einzigartiges Auto in diesem gesamten Fahrzeugfeld. Und das ist natürlich dann auch sehr schön. Das ist sehr cool, dass man da halt eben auch nochmal was anderes hat, was Neues hat, was Frisches hat. Und dafür steht ja auch Gran Turismo durchaus. Auch wenn ich mir weiterhin immer wieder mal ein paar neue GT3 Autos wünschen würde. Also ich hätte jetzt nichts dagegen, wenn mal so ein Porsche 992 GT3 plötzlich ins Spiel kommt. Oder ein Ferrari 296 GT3, Huracan Evo 2 oder so. Weil was das GT3 Roster angeht, ich meine, klar, wir haben genug GT3 Rennspiele. Aber wenn du schon diese Palette hast und wenn dein Online-Racing halt eben auch größtenteils auf GT3 fokussiert ist, Thema Manufacturers Cup zum Beispiel, dann hau doch ein paar GT3-Autos raus. Wäre doch nice. Das wäre doch cool. So, ich probiere jetzt mal ein bisschen Sprit zu sparen. Das Ding ist, da müssen wir relativ bald mit anfangen. Wir müssen mal gucken, ob wir mit so 30% oder so durchkommen. Ja, 280 Topspeed ist entspannt. Wie auf der Autobahn mit meinem Opel Corsa. Der ja jetzt nicht mehr ist. Also der Opel Corsa ging zurück. War ohnehin ein sogenanntes Auto-Abo, das dann ja, jetzt just im März endete. Und an für sich ist so ein Auto-Abo eine coole Sache. Man kann recht komplikationsfrei sich da so ein Auto holen. Du hast so Versicherungen mit dabei, du hast alles mögliche mit dabei. Eine Sache ist halt dann ein bisschen schade, um auch mal noch einen Kontrapunkt zu erwähnen. Du hast zum Beispiel keine eigene Versicherung, da sie ja schon inkludiert ist. Also in meinem Fall war halt eine Vollkaskoversicherung auch inkludiert mit Selbstbeteiligung dann, logisch, ja, gibt's ja eigentlich immer. Nee, aber das Ding ist, und das ist das, was ich wirklich schade fand, das merkst du aber auch retrospektiv, ja, es ist so, insofern, auf wen das zutrifft, gerne zuhören. Wenn ihr euch irgendwann ein Auto holen wollt, dann empfiehlt es sich vielleicht, dass ihr, wenn ihr vorher schon Auto gefahren seid, dass ihr das in irgendeiner Form selbst versichert habt, statt dass ihr so ein Auto-Abo hattet. Denn du sammelst keine Schadensfreiheitsklassen. Vielleicht schauen jetzt auch ein paar jüngere Leute dabei hier bei zu. Wenn du quasi mehrere Jahre unfallfrei unterwegs bist, dann steigt nach und nach deine Schadensfreiheitsklasse. Das bedeutet, dass du quasi für deine Versicherung geringere Beiträge zahlst. Bedeutet im Endeffekt, wenn du... Alter, ich konnte mitten in der Schikane DRS öffnen, krass. Bedeutet, keine Ahnung, wenn du jetzt noch gar keine Fahrzeugerfahrung hast, nehmen wir mal an, das Auto kostet 3000 Euro in der Versicherung pro Jahr, dann zahlst du 3000 Euro für ein Jahr Versicherung. Wenn du aber ein Jahr unfallfrei gefahren bist, dann hast du für das Jahr darauf Schadensfreiheitsklasse 1 und ich glaube, die ist bei ungefähr 60%, wenn mich nicht alles täuscht. Gehen wir mal von 70% aus, ja. 70% musst du dann von dem Versicherungsbeitrag zahlen.
den du in dem Fall jetzt im ersten Jahr gezahlt hast. Wenn das die 100% sind, heißt, du zahlst dann 2100 Euro Versicherung im zweiten Jahr. Wenn du also ein günstiges Auto-Abo findest, dann kann es dich extrem lohnen für dieses eine Jahr, klar. Aber im Jahr darauf, wenn du dir dann überlegst, ein Auto zu leasen ohne Auto-Abo oder ein Auto zu kaufen, dann kann es sich auch durchaus gelohnt haben, ein bisschen mehr Geld vorher in die Hand genommen zu haben, ein Leasing abzuschließen. Vorausgesetzt, man fährt unfallfrei natürlich, aber dieses Auto unfallfrei übers Jahr zu bringen und dann im nächsten Jahr wieder quasi, wenn du dann ein Auto kaufst oder leasst, dass du dann quasi bei der Versicherung sparst, das läppert sich dann natürlich auch über die Jahre, weil im dritten Jahr zahlst du vielleicht dann 1800 Euro, dann zahlst du vielleicht 1600 Euro im vierten. Dann, ich meine, das sinkt dann jetzt nicht jedes Jahr um 700 Euro, ist ja klar. Aber der prozentuale Anteil, der wird halt dann immer kleiner und man spart auf jeden Fall schon mal mächtig Kohle. Das merke ich halt jetzt gerade, weil ich hatte noch kein Auto. Ich habe jetzt 3 Jahre meinen Führerschein zwar, wodurch ich zumindest für SF 0,5 zugelassen wäre. Aber es ist bei mir dann halt auch so, dass ich jetzt nicht sagen kann, ich habe 3 Jahre quasi ein Auto gehabt. Selbst wenn es nur in der Garage gestanden hätte, ich zahle jetzt deutlich weniger Versicherung für ein anderes Automobil. Ich meine, wenn du jetzt quasi von Opel Corsa zu Opel Corsa wechselst, macht es keinen großen Unterschied. Ja, dann spar dir die 3 Jahre Opel Corsa in der Garage halten. Wobei in den letzten 3 Jahren hätte es durchaus eine Wertsteigerung geben können. Also vielleicht hätte sich auch das doch gelohnt. Nee, aber dann kannst du dir den Opel Corsa theoretisch auch sparen. Aber wenn du halt überlegst, okay, Opel Corsa zu, keine Ahnung, BMW 3er, dann kann es sich halt durchaus lohnen, dass du im Zweifel halt eine bessere Schadensfreiheitsklasse hast. Nur damit man das mal bedenkt, wenn man jetzt vielleicht vor der Fahrzeugwahl steht, will ich jetzt ein Auto-Abo machen oder nicht, wenn du halt ein Fahrzeug danach vielleicht leasen willst oder ein Auto danach kaufen willst. Check das mal mit den Versicherungsbeträgen ab, wie das dann genau ausschaut. Jo, aber ansonsten, Opel Corsa ist jetzt abgegeben, hat mir gute Dienste erwiesen, der kleine Kumpel, und mal gucken, wann das nächste Kapitel weitergeht. Wir können hier auf jeden Fall vor Mutkurve nochmal mächtig hier heizen. Ich finde es aber krass, dass so ziemlich jedes Auto hier so schön nah an den Drehzahlbegrenzer kommt, aber auch nicht wirklich drüber. Boah, Alter, das ist geil. Das war nice. Also mit dem Hintergrundwissen hätte ich eventuell auch keinen Ballast reingepackt, sondern einfach ein bisschen mehr Leistung beschnitten, weil in der letzten Runde müssen wir ja jetzt uns selbst der Leistung beschneiden. Oh, der feine Herr nutzte Genitiv. Empfiehlt sich natürlich auch, DRS immer offen zu haben, wenn möglich. Und wenn praktikabel möglich. Also in der Schikane jetzt nicht unbedingt, aber grundsätzlich DRS immer aktiv haben, weil auch das senkt natürlich Luftwiderstand. Benzinverbrauch ist für dieses Rennen jetzt gerade relevant. Und wenn mich nicht alles täuscht, haben wir hier gut 200.000 Credits, die auf uns warten, oder? Und wenn ich sauber gefahren bin, sogar nochmal Bonus 50%? Sauber gefahren? I don't know. Vielleicht hatte ich die ein oder andere kleine Berührung mit der KI, aber ansonsten bin ich hier blitzsauber durchgefahren. Ich hatte übrigens auch mal hier, um nochmal auf DTM zurückzukommen, ich hatte 2020 hier ein DTM-Rennen gegen die realen DTM-Fahrer. Da waren auch Leute, wie René Rast dabei, auf dem Nordschleifenrennen leider nur recht kurz. Hat das Auto in die Wand gesägt, glaube ich. Oder wurde in die Wand gejietet, wie auch immer. Da waren auch Leute wie Nico Müller dabei. Ich möchte jetzt nichts Falsches aufzählen. Ich glaube, Fahrfuß war dabei. Tomczyk bin ich mir gerade nicht sicher. Aber es waren auf jeden Fall einige Piloten dabei, was extrem cool war, weil ich war tatsächlich auch ziemlich kompetitiv. Und diese DTM-Rennen, die da veranstaltet wurden von den DTM-Machern, oh Gott, RIP, blitzsaubere Serie. Diese DTM-Rennen, die von den Veranstaltern gemacht wurden, die bestanden halt aus so zwei
verschiedenen Abschnitten. Man hatte halt den Abschnitt, wo es mit den Klassik-Autos entlang ging. Also der Mercedes 190e war dabei, der BMW E30. Theoretisch ist auch der Ford Mustang im Spiel vertreten. Ich weiß nicht, ob der genutzt wurde. Und der Audi 100 müsste es, glaube ich, sein. Der ist auch dabei bei Race Room. Und ich hatte nie das Gefühl, dass der Mercedes als konkurrenzfähig ist. Vielleicht bin ich auch einfach nur schlecht mit dem gewesen, mit dem alten. Aber das zweite Rennen ging dann immer mit einem quasi modernen Auto. Und ich glaube, die Startaufstellung wurde auch bestimmt durch das Ergebnis vom ersten Rennen. Ich war auf jeden Fall dann sehr weit hinten beim Start vom quasi Rennen im modernen DTM-Wagen und musste mich dann von hinten nach vorne kämpfen. Und ich kann euch sagen, das war echt geil. Das war richtig geil. Da ging es auch wirklich ab. Und im Endeffekt war das so mit eins der spaßigsten Events, was ich bisher hatte, weil du fährst da plötzlich und rechts und links fliegen teilweise Leute ab und du kannst dich da durchwursteln. Das war schon richtig geil. Das hat wirklich, wirklich Laune gemacht. Und das könnt ihr auch gerne mal auschecken. Irgendwie Race Room, Dave Gaming, DTM Nordschleife mal eingeben. Da werdet ihr sicher fündig. Und ja, am Ende bin ich da auch einfach super happy gewesen. Ich überlege gerade, an wen bin ich da am Ende rangekommen? Ich weiß gerade leider nicht mehr auswendig, wer das war. Aber ich war vorsichtig. Ich war sehr, sehr vorsichtig. Aber es war cool. Es war sehr, sehr cool. Gary Paffett war auf jeden Fall auch in ein, zwei Läufen mit dabei. Bruno Spengler glaube ich nicht. Bruno Spengler war da glaube ich voll auf dem iRacing-Trip schon. Ja, und natürlich kriegen wir nochmal den kleinsten Geldstapel. Werte Damen und Herren, wir lassen uns trotzdem hier nicht runterziehen. Ich hoffe, ihr hattet viel, viel Spaß bei Gran Turismo 7. Ein wunderschönes Automobil, super zu fahren. Im ersten Gang vielleicht minimal zickig, ansonsten super entspannt. Die Class 1 Autos leider, leider, leider nicht mehr dabei. Es ist halt wirklich schade, weil es ist halt wirklich eine beeindruckende Fahrzeuggeneration gewesen. Ja, die Frage ist natürlich, hätte man eventuell Jahre vorher eine etwas andere Entwicklung einleiten können, hätte man eventuell sagen können, hey, wir beschneiden die Fahrzeuge wieder, wir machen sie deutlich günstiger, weil irgendwann wurden das fast schon Prototypen hier. Ja, die DTM-Autos waren nicht mehr Tourenwagen-mäßig unterwegs, so möglichst seriennah, sondern die waren halt wirklich Prototypen. Und ja, da ist natürlich die Frage, hätte man das irgendwie hinbekommen? Andererseits muss man natürlich auch sagen, da ist ja auch irgendwo teilweise ein bisschen auch die GT-Klasse. Ich meine, deswegen finde ich auch GT und Gran Turismo-Autos und Tourenwagen immer so ein bisschen schwierig, diese Unterscheidung, weil die sind ja beide irgendwo schon in ihren Ursprüngen relativ seriennah. Und ja, ich glaube, das Problem war einfach, dass es eine spezielle Klasse war, die jetzt nicht super populär war. Es gab 2 bis 3 Hersteller immer wieder. Und im Endeffekt, ja, hat es leider sich nicht durchgehend getragen. Und ich glaube, für die Fahrzeughersteller hat man ja auch daran gesehen, dass die GTE-Autos irgendwann weg waren. Für die ist es einfach kostentechnisch deutlich lukrativer, auf eine Klasse zu setzen. Und dann kannst du GT3-Autos fertigen und die im Zweifel zu ADAC GT Master schicken, zu DTM, zu der Blancpain GT Series, die heißt mittlerweile, glaube ich, anders, GT World Series. Du kannst die nach Amerika schicken, zu IMSA. Und. Auch zur WEC oder whatever. Du kannst alles Mögliche machen mit den GT3-Autos und ich glaube, das ist einfach ein bisschen einfacher für die Fahrzeughersteller. Nun ja, werte Damen und Herren, wie findet ihr das Auto? Teilt es mir gerne in den Kommentaren mit. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne auch noch oben ein Abo raus. Und beim nächsten Mal dabei, so bis zum nächsten.